Ja, einen wunderschönen guten Abend hier auf dem Kanal der Björn Home Modified. Und ich stelle euch heute den PicMix 2000 vor. Ein ganz feines Teilchen, mit dem man aus verschiedenen Getreidesorten dementsprechend auch Schweinefutter herstellen kann. Das Ganze habe ich schon mal gekauft. Und wir schauen uns das Gerätchen gleich jetzt mal an und ich zeige euch ganz kurz, wie man dann mit dem PicMix entsprechend das Schweinefutter herstellt. So, jetzt haben wir gerade Weizen geladen und den füllen wir jetzt natürlich auch erstmal in den PicMix ein. Dann sieht man im Nachhinein auch, was im Nachhinein auf der anderen Seite wieder rauskommt. So, da steht das kleine Teilchen. Besonderheit ist, dass wir vorne und hinten Trigger haben. Anders ließe sich das nicht machen. Deswegen ist es ein bisschen Fummelarbeit, dementsprechend hier hinten ranzufahren, um dann auch den richtigen Trigger zu erwischen. Weil das ein wenig eng ist alles. Aber er scheint schon voll zu sein. Mit Weizen. Also holen wir uns jetzt die nächsten Zutaten, die wir brauchen. Jetzt holen wir uns Sojabohnen. Also Weizen und Gerste werden hinten eingefüllt, genauso wie Sojabohnen, Raps und Sonnenblumen. Und Kartoffeln, Rüben, Mais gehen dann vorne rein. Wir haben also vier Komponenten, die wir eben halt für das Futter entsprechend brauchen. Und aus diesen vier Komponenten wird dann dementsprechend das Schweinefutter entsprechend der Vorgabe von Giants gemischt. Ja, dass das Ganze hier unter dem Silo so ein bisschen rumzippelt, hängt daran, dass ich da keinen Mod habe, der die Kameradistanz aufhebt derzeit, beziehungsweise die Kamerakollision aufhebt. Von daher möchte ich mich darum bitten, das Ganze natürlich zu entschuldigen. So, jetzt haben wir noch, was fehlt uns noch? Kartoffeln und Mais. Nehmen wir jetzt erstmal den Mais. Mais hat auch den größten Bestandteil mit über 50% bei Giants. Also von daher geht da schon ein wenig was rein. Und dann fehlen uns jetzt zu guter Letzt auch noch die Kartoffeln.
unser Display ist schon angesprungen. Und da steht auch schon das Big Pack. So. Wie gesagt, das sind die Original Big Packs, die auch im Spiel mit drin sind. Man kann sie eben halt mit dem Frontlader aufnehmen. Kann sie ganz normal entweder in einen Anhänger befüllen oder aber eben halt direkt auch über der Futterkrippe verwenden. Ja, da sehen wir dann auch nochmal die Übersicht vom Picknick. Und damit verabschiede ich mich mal von euch und sage bis später.